Jetzt fällt mir gerade auf, dass es gar nicht so ist, wie ich mir gedacht habe, dass die dunklen Wolken sich bereits aufgelöst haben durch den Strahlungsdruck von Amaterasu. Nein, es ist nur so, dass wenn die Sonne ein Loch findet in dieser Wolkendecke, dass dann andere Reflexionsverhältnisse herrschen und die Wolkendecke nicht mehr dunkel erscheint, sondern praktisch von unten angestrahlt werden und dann durchsichtig erscheinen. Sagen wir mal durchsichtiger, etwas heller. Aber nun hat sie wieder mal kein Guckloch und plötzlich scheint es so, als seien die Wolken dunkel, drähend, gesättigt mit bedrohlicher Schwärze. Da hinten ist ein Loch und dann scheinen die Wolken von oben beschienen weiß. Ist kein Loch da, durch die der blaue Himmel hindurchblickt, sondern man sitzt unter der Decke, dann erscheint es schwarz, weil das Licht nicht hindurchdringt. In Wirklichkeit ist diese Wolkendecke an der oberen Seite genauso weiß wie da drüben in Astros. Und würde man unter Astros sitzen, würde man unterhalb der Wolkendecke die wieder genauso sehen wie hier. Das ist eine viel bessere Erklärung als dass der Strahlungsdruck von Amaterasu die Wolken auflöst und sie über dem Meer, weil dort eine andere Sättigung an Feuchtigkeit herrscht als über dem Land. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen schon, wie das weitergehen könnte.